Ich habe hier an diesem Platz im Rahmen der Herbstaktionstage auch schon mal gegen Buschkowski und gegen Sarrazin demonstriert und ich denke halt, beide gehören da einfach zusammen. Der eine sitzt eine Etage höher, aber meines Erachtens nach ist der Rassismus gerade in den höchsten Etagen mit am schlimmsten, weil das wird einfach kalt und bewusst mitgeschürt, auch im Interesse letztendlich des militärindustriellen Komplexes, um Waffen zu verticken, tatsächlich die Karten neu aufzuteilen. Ne? Also es gibt da so einen Satz von Buschkowski, angeblich die, also so seine, sein Fußvolk sagt Bimbos zu denen, und vor denen werden wir auch fast mal ja aus Neukölln geflüchtet, weil das war ein ziemlich gefährlicher Typ. Er sagt, glaube ich, Schwarze oder Farbige, oder, also die Schwarzen, die lassen sich ja nun gar nicht in die Karten drücken. O-Ton, Tat, also O-Ton, Originalton, Heinz Buschkowski. Und meines Erachtens nach lassen sich aber gerade diese Terrordeutschen an der Spitze, die also schon in der Weimarer Zeit den Balkan mit Hilfe der Ustaschis und auch Mussolini aufteilen wollten, diejenigen lassen sich am wenigsten in die Karten gucken. Und genau die müssen, gegen die müssen wir auch vor. Aber Buschkowski sollte der Erste sein. Aber man kann ja auch mal ein Go-In im Willy-Brandt-Haus machen, wo Sarrazin auch immer noch ein- und ausgeht, weil viele der Migrantinnen haben das schließlich mit aufgebaut, was Sarrazin nie anerkannt hat. Bravo. Ja, vielen Dank.